Ja, switch into German. Ich bin Dorothee Landgräbe, die Ökologiereferentin der Böll-Stiftung, und ich habe dieses Panel und dieses Symposium organisiert und darf heute das letzte Panel moderieren, was gleich auch das schwierigste Panel ist. Wir haben uns nämlich die schwierigste Frage bis zum Schluss aufgehoben, und zwar die Frage, wie man denn die Atomkraft, die ungeliebte Atomkraft, los wird. Wieder. Wie funktioniert ein Ausstieg? Und zwar nicht nur deutschlandweit und nicht nur europaweit, sondern gleich global. Also die ganz große Frage. Und zwar die Frage, wie können wir eine sichere und bezahlbare und insbesondere klimaverträgliche Energieversorgung sicherstellen? Weil der Klimaschutz ist ja das wichtigste Argument momentan der Befürworter. Es gibt eine wunderbare Anzeigenserie des Deutschen Atomforums. Da sieht man ein Windrad und da sieht man einen Atommeiler, und darüber steht Klimaschützer unter sich. Auch in UK gibt es momentan nicht nur ein Einspeisegesetz für erneuerbare Energien, sondern die planen auch ein Einspeisegesetz für Atomstrom mit dem gleichen Argument sozusagen, oder es ist zumindest in den Pipelines, dass es ja eine Low-Carbon-Technology ist. Auch in der Klima-Roadmap auf europäischer Ebene wird neben CCS Atom als Low-Carbon-Technology verkauft und als wichtiger Pfeiler sozusagen für eine klimaverträgliche Energieversorgung. Und auch auf internationaler Ebene bei den Klimaverhandlungen besteht der Versuch, Atom als Low-Carbon-Technology, als Clean-Technology anzuerkennen, damit Atom eben dann auch Gelder aus den Klimafonds und CDM bekommt. Also es ist das Hauptargument der Befürworter. Und ich würde gerne mit meinem Panel heute diskutieren, was an diesem Argument dran ist und wie die konkreten Szenarien, also konkret werden wahrscheinlich nicht richtig werden können, aber wie Szenarien aussehen können ohne Atom und ohne Kohle. Darum geht es ja im Grunde. Ich habe hier Vertreterinnen, die unterschiedliche Ebenen sozusagen vertreten können. Einmal die europäische und die globale Ebene und dann Vertreterinnen aus unterschiedlichen Regionen, die sagen können, was sozusagen aus diesen Perspektiven, was da dran ist. Ich möchte anfangen mit Rebecca Harms, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europäischen Parlament, dem deutschen... Das ist natürlich ein massiver Fehler. Also der Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Europäischen Parlament. Dem deutschen Publikum ist sie ganz klar bekannt. Ich würde jetzt nochmal für die internationalen Gäste, die da sind, Rebecca vorstellen wollen. Und zwar mein Lieblingsbild von Rebecca stammt, glaube ich, aus den 80ern. Und da sitzt sie auf einem Traktor mit Latzhosen und ist auf einer Demonstration gegen das damals immer noch geplante Atommülllager in Gorleben. Und dieses Bild zeigt eigentlich, woher Rebecca kommt, nämlich gegen den Widerstand, aus dem Widerstand gegen die Atomkraft. Gorleben und das Wendland ist die Wiege des deutschen Widerstands gegen die Atomkraft. Und das ist sozusagen ihre politische Heimat. Diese politische Heimat hat sie dann in den Niedersächsischen Landtag gebracht. Von dort aus ist sie, seit 98 ist sie auch Mitglied des Parteirats von Bündnis 90 Die Grünen. Seit 2004, 2009 war sie Sprecherin der deutschen Grünen im Europäischen Parlament. Und inzwischen ist sie Fraktionsvorsitzende der Grünen im Europäischen Parlament und vertritt dort die Grünen. Martin Bursig neben mir, politische Heimat ist nicht das Wendland, ja, sondern die samtende Revolution vom November 1989 in der damaligen Tschechoslowakei. Er war Aktivist der Bewegung für bürgerliche Freiheiten und Mitglied des Václav Havels Bürgerforums. Er ist promovierter Umweltwissenschaftler, also vom Fach sozusagen. 98 das erste Mal tschechischer Umweltminister, und dann, nachdem die tschechischen Grünen zum ersten Mal in Mittel- und Osteuropa in das Parlament gezogen sind, wurde er 2006 Vize-Premierminister und Umweltminister. Zurzeit arbeitet er als Berater in den Themenfeldern Energie und Umwelt als Direktor von Eco Consulting. Dann gehe ich jetzt wieder zu unserem deutschen Gast, Tobias Münchmeier. Er kommt von Greenpeace, er ist stellvertretender Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace in Berlin. Nachdem ich mir deinen Lebenslauf angeguckt habe, ist mir klar geworden, dass du eigentlich immer zwischen Greenpeace und den Grünen hin und her bist.
Das ist vielleicht etwas verkürzt aus meiner Perspektive. Und zwar hat er angefangen, das Büro in der Heinrich-Böll-Stiftung Kiew zu leiten. 1995 war das. Und damals schon hat er das Gedenken für Tschernobyl organisiert, und zwar anlässlich des 10. Jahrestages der Tschernobyl-Katastrophe. 1998 ist er zu Greenpeace International gewechselt. Da war er immer schon Atomexperte mit Schwerpunkt Osteuropa. Dann war er zwischenzeitlich Mitarbeiter des Bundestagsabgeordneten Winfried Nachtwey in der Bundestagsfraktion der Grünen und seit 2004 wieder bei Greenpeace. Als letztes möchte ich gerne unseren indischen Gast begrüßen. Das ist Herr Pradeep Kumar Dadic. Er ist Leiter des Zentrums für Politik- und Gesetzgebungsstudien an der Terry University in New Delhi. Und da unterrichtet er unter anderem die Modellierung von Energiesystemen. Er ist auch vom Fach, er ist Ingenieur und Experte für Energietechnologien und beschäftigt sich seit Jahren mit Klimaschutzmaßnahmen in Indien und hat dabei bei der National Energy Map mitgearbeitet, der indischen Regierung mitgearbeitet. Also auch er kann uns wahrscheinlich viel erzählen über die Verhältnisse in Indien. Ich möchte gerne beginnen mit Tobias Münchmeier. Greenpeace hat nämlich ein Szenario vorgelegt, wie ein globaler Ausstieg aussehen kann. Und zwar sieht dieses Greenpeace-Szenario, heißt Energierevolution. Es zeigt den Ausstieg aus der Atomenergie bis zum Jahr 2050 und eine Reduktion der weltweiten CO2-Emissionen bis 2050. Da sind wir alle, glaube ich, gespannt, wie das aussieht und wie das möglich sein soll, insbesondere in Anbetracht von Wirtschaftswachstum, steigenden Energiebedarf weltweit, insbesondere der Schwellenländer in China und Indien. Auch die Frage heute Morgen von Libo, wie soll das möglich sein, ohne dass es zu viel kostet? Da liegen eine ganze Menge Fragen auf dem Tisch. Ich hoffe, du hast Antworten auf alle. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte eigentlich beginnen mit einem Zitat dieser Konferenz 10 Jahre Tschernobyl. Anthony Froggatt, den hier sehr viele kennen und schätzen, guter Freund und Ex-Greenpeace-Kollege, sagte 1996 in Kiew: "It's not a question if there will be another Tschernobyl, but when and where." Ich musste spontan genau an diese Worte denken. Jetzt am 11. März und in den Folgetagen, dass diese ganz düstere Prophezeiung leider eingetroffen ist. Und kann nur hoffen, kann nur sagen, dass von dieser Konferenz heute 2011 zu sprechen, man sagen möchte, es darf kein weiteres drittes Tschernobyl geben. Und dafür müssen sich hier alle im Saal und sicher alle, die diesen Gedanken verbunden sind, mit aller Kraft einsetzen. Ich glaube, es gibt eine Chance, ein drittes Tschernobyl tatsächlich zu vermeiden. Damit würde ich gerne schon überleiten zu dem Thema, was ja wesentlich weniger düster ist, was eigentlich ein fantastisches Thema ist, nämlich das Thema der Energierevolution. Als Sven Teske, mein Kollege von Greenpeace International, mit diesem Begriff aufkam vor 8 Jahren nun, haben viele von uns gesagt, naja, das ist so ein Greenpeace, so ein starkes Greenpeace-Wort, Revolution. Darunter macht es Greenpeace nicht. Das ist eben aus dem Vollen geschöpft, so wie andere von Masterplan und von Marshallplan und sonst was sprechen, sprechen wir jetzt von Revolution. Erst jetzt ist mir eigentlich aufgegangen in den letzten 1-2 Jahren, dass es genau den Kern trifft. Es geht um nichts weniger als um das, um eine technologische Umwälzung, um eine Revolution. Es geht darum, das, was heute unten ist, nach oben zu kehren bzw. wegzunehmen und etwas anderes an die Stelle zu setzen. Es geht um einen ganz radikalen Prozess, einen sehr schwierigen Prozess, eine Jahrhundertaufgabe, vor der wir da stehen. Aber die gute Nachricht ist, dass das tatsächlich möglich ist, dass es Wege dorthin gibt. Und diese Wege versucht, dieses Szenario aufzuzeigen. Das Szenario setzt eigentlich ganz simpel an. Es geht nämlich aus von den ewigen Energieszenarien, den einzig existierenden globalen Energieszenarien der IEA.
Und die IEA, die Internationale Energieagentur, ist seit immer schon die Agentur der großen Stromkonzerne, die Agentur des Weiter-so, des fortgesetzten Stillstands eigentlich in der Stromwirtschaft. Und wir haben diese Daten genommen von der IEA, also sowohl auch die Wachstumsprognosen, worüber man ja streiten kann, aber die Wachstumsprognosen, auch die, die wirtschaftliche Wachstumsprognosen, als auch die Bevölkerungswachstumsprognosen, und haben eben errechnet, gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Luft- und Raumfahrt und der European Renewable Energy Council, was möglich ist, immer vorausgesetzt politischen Willen natürlich. Zu dem Punkt werden wir sicher hier in der Debatte auch noch mehrmals zurückkehren. Und wir haben zweimal bisher globale Szenarien vorlegen können, wobei wir auch feststellen konnten, die IEA nähert sich unserem Szenario an, und zwar ganz erheblich. Das heißt, unsere positiven, unsere optimistischen Annahmen für die kurzfristige Entwicklung wurde von der Realität übertroffen. Wir mussten die weiter anpassen. Wir durften optimistischer rechnen, und auch die IEA musste ihre Abschätzungen korrigieren, sodass wir mit dem neuen Szenario, was vorgelegt wurde im vergangenen Jahr, tatsächlich die Klimaschutzziele erreichen können mit -80% CO2-Emissionen im Vergleich zu 1990 bis 2050 und eine Stromwirtschaft von beinahe 95% erneuerbare Energien. Peak für das Maximum von Treibhausgasemissionen im Jahre 2015. Wir haben es hier natürlich mit einer phasenverschobenen Entwicklung zu tun. Wir haben es in Europa mit einem wesentlich schnelleren Übergang zu einer sogar Vollversorgung von erneuerbaren Energien zu tun, einem Atomausstieg bis 2035, im Prinzip 2040, sogar eben für ein Land wie Frankreich, vorausgesetzt sicher auch eine der Grundlagen, ein beschleunigter, ein schneller Ausstieg in Deutschland, der heute weit weniger oder weit mehr realistisch erscheint als noch vor 6 Wochen. Und auf Grundlage dieser Berechnungen kommen wir eben zu dem Schluss, dass Klimaschutzziele erreicht werden können und dass wir aus der gefährlichen Atomtechnologie aussteigen können im Verlaufe der kommenden 40 Jahre. Wie geht das alles? Das kann man sich heruntergebrochen von Region zu Region einzeln angucken in diesem Szenario. Es gibt also Einzelkapitel auch für China, Einzelkapitel auch für Indien. Die wurden ausgekoppelt und dann auch in viel beachteten Pressekonferenzen in China und in Indien präsentiert. Wir haben es mit einem Boom zu tun in vielen Regionen der Welt, was die erneuerbaren Energien angeht und sicher auch, was die Energieeffizienz angeht. Dieses Szenario ist basiert auf einem konstant gleichbleibenden Niveau von Strom- und Energienachfrage bei steigender Nachfrage an Energiedienstleistungen durch gestiegenes Wirtschaftswachstum und gestiegene Weltbevölkerung. Das ist möglich dadurch, dass wir zum Beispiel in Europa in eine Entwicklung hineingekommen sind in den letzten Jahren, die also einen ganz, ganz starken Boom bei den erneuerbaren Energien kennzeichnet. Wir haben im vergangenen Jahr oder im Jahr 2009 62% der Investitionen, und da wird ja die Zukunft gestaltet, in erneuerbaren Energien gehabt. Dagegen im Vergleich dazu ist das in einem Gasbereich, Erdgasbereich, für eine gewisse Weile eine sinnvolle Übergangs- und Brückentechnologie, sind das 24% gewesen. Es ist im Bereich der Kohle erfreulicherweise nur 9% und im Bereich Atom nur 2%. Wir haben ja in Europa nur 2 Atomkraftwerke, die seit Ewigkeiten im Bau sind.
In Finnland eins, in Frankreich eins. Und von daher ist das, wenn man mal die Gesamtinvestition sich anguckt, eine ganz, ganz kleine Größe, die in der Perspektive über Jahrzehnte gesehen fortgesetzt dazu führt, dass die Rolle von Atom sozusagen von alleine ausläuft. Es ist nur sehr die Frage, in welchem Winkel sozusagen die Kurve nach unten geht. Aber dass sie nach unten geht, das ist klar. Also insofern ist die gute Nachricht, es gibt solide berechnet für globale Märkte, für die verschiedenen Länder, vor allem die wichtigsten Volkswirtschaften, diese Möglichkeit eines wirklich schnellen, eines radikalen Übergangs, einer Energierevolution. Das lässt sich auch national runterbrechen. Wir haben gestern in der Pressekonferenz den Plan vorgestellt. Bis vor zwei Wochen hieß er noch der Plan B. Wir fühlten uns jetzt gemüßigt zu sagen, Plan B, die Zeiten sind eigentlich vorbei. Es geht nicht mehr um einen Ersatzplan, sondern es geht um den Plan A oder um den Plan. Das ist der Plan, mit dem wir Druck machen wollen auf die Entscheidung der Bundesregierung in den kommenden zweieinhalb Monaten dieses sogenannten Moratoriums. Ich glaube, was wichtig ist für eine Energierevolution, das ist eine Vision. Das ist Analyse über technische Machbarkeiten und die basiert auf erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Und als wichtigste, möglicherweise wichtigsten Antriebsfaktor, um eine solche Energierevolution voranzubringen, braucht es politischen Willen und politischen Mut und politischen Druck. Das sind eigentlich die drei Dinge. Den Willen, den Mut und den Druck. Und den können nicht die Politiker im Parlament alleine erzeugen, auch nicht die NGOs, die hier vertreten sind, sondern das kann tatsächlich nur kommen, das kann nur funktionieren, wenn es aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Ich spüre, ich fühle, wir spüren das, glaube ich, alle im Augenblick, dass dieser Druck im Augenblick da ist, dass er seit Monaten eigentlich da ist in diesem Land. Und es wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Frage hier auch für das Podium, wie es möglich ist, diesen Druck auszuweiten, auch zu einem internationalen Druck auszuweiten, der dann auch internationale Entscheidungsmechanismen erreicht. Energiepolitik ist ja in gewisser Weise sehr altmodisch nach wie vor. Sie ist sehr national dominiert. Das hat in manchen Fällen, ich glaube auch im Augenblick, wenn ich an Deutschland denke, durchaus seine Vorteile. Es hat aber natürlich auch seine großen Nachteile, wenn wir also an eine globale Energierevolution denken. Von daher müssen wir da die Möglichkeiten, die es gibt, mit den Klimaverhandlungen, mit dem Rio-Prozess, mit Hoffnungen in eine andere G8 als die, die heute existiert, in Hoffnung in alle möglichen von internationalen Foren und Mechanismen, müssen wir diesen Druck hineintragen und müssen die Gunst der Stunde, die uns dieses schreckliche Ereignis in Japan jetzt bietet, nutzen, um diese Energierevolution wirklich anzupacken. Danke. Ja, danke Tobias auch für dieses positive Vision, auch wenn schon angedeutet worden ist, wo die Probleme liegen. Ich fände es auch spannend, wenn die Diskussion ganz stark über die Hindernisse auf diesem Weg sind, dass wir uns, glaube ich, viele einig sind, dass es technisch möglich ist. Die Frage ist aber, ob es politisch möglich ist und auch die Frage, welche Instrumente wir dafür brauchen. Deswegen würde ich gleich an Herrn Dadic fragen in Indien, wie sieht es da aus mit dem Willen, dem Mut und dem Druck auf politischer Ebene, aber auch von der indischen Bevölkerung? Gibt es da einen Willen, auf Atomkraft zu verzichten? Gibt es da Möglichkeiten, eine Stromversorgung ohne Kohle sicherzustellen? Thank you very much. I think before we start addressing that question, we need to understand what is India's current energy status is. India's per capita emissions right now is around 1.45 kilograms of CO2 per annum, which is quite substantially very low. It's among the lowest in the world. And it
population, about 45%, doesn't have access to electricity. And majority of its population do not have access to clean cooking fuel as well. We have to bear that in mind. We have to understand the aspect of the Indian condition. We also need to understand that the GDP is growing at the rate of 9%. We have a little over 1.1 billion population currently. And the energy, the difference between electricity demand and supply is significant. It's about 12% peak shortage and 9% energy shortages. So we are talking from a scenario where the country is starved of energy, and energy is one of the prime important requirements to move ahead. Having said this, how does it stand globally in terms of the Human Development Index? If you see the current ranking of India's Human Development Index, it is around 0.6. And if you see many of the countries which are over 0.9 or touching 1, their energy consumption is more than 20 times what India's energy consumption is. So, but there are countries, many of the European countries still have energy consumption which is 5 to 6 times India's energy consumption, but they have a Human Development Index of 0.9. So what does it tell us? It tells us that it is possible to have sustainable growth with a minimal increase of energy consumption. That is, you can just increase it by 5 to 6 times and you can still have a good living standard. So we have to keep that in mind, that it is possible to have a growth which is sustainable, and one has to choose an appropriate path. But then it's not an easy thing. It's a challenging aspect one has to keep in mind. So having said that, how do we go about addressing this particular issue? If you look at our resources, India's resources, it's predominantly coal-based right now, but it also has thorium-based nuclear fuel, which may become feasible down the line post-2030. But then, is it necessary to go down that route? That is not necessarily true. So how do we move on a sustainable energy path, moving away from coal and other fossil fuel-based technologies? If we look at India's other resources, which are renewable energy resources, India gets 5,000 billion kilowatt hour of sunshine every year. And just 1% of it, if it is utilized at the current efficiency level, we have substantial amount of energies. And there are figures which can provide us energy to meet the entire requirement of India's economy. So solar energy, theoretically speaking, it is possible to provide the necessary energy for India to meet its energy requirements. So this is one possible aspect. The second possible energy source is the biomass energy, and we have 539 million tons of agro residue, approximately 500 and odd million tons of forestry residue, roughly put together around 800 to 900 million tons. But there are also figures which are much higher. And if this fuel is tapped very intelligently and converted to clean forms, it can provide energy for cooking as well as for transport fuels. So you could convert biomass to biofuels for cooking energy as well as for power generation and as well as to meet the transport fuel requirements. So there are advanced third generation, second generation biofuels which can be converted, and technologies are there in place, and one has to address that issue. So currently India is importing about 125-130 for internal consumption of
crude oil, this can be entirely replaced by the current availability of biomass, which will be still much more larger if it is these new technologies come in place. So we could do away with oil-based technologies. We could also do away with coal-based technologies, provided we can accelerate the cost reduction in the solar thermal technologies as well as in the photovoltaic technologies. So if we address these two issues, we can move towards low carbon technologies. But then there are challenges here. We also need to look at the industrial development, which is there. And that requires baseload power. And the intensity of energy required there is much more important. So what are the challenges there, and how do we address that issue? So there is a need to de-link energy demand, growth in energy demand, and GDP growth over there. And energy efficiency plays a major role over there. So energy efficient investment in energy efficient technologies in key industrial sectors, and looking at alternative paths of developments can be addressed. And this is not a simple task. In all these areas, these are all high cost, high investment areas, and this needs to be addressed appropriately through international collaboration. So the strategies could be that we move towards these cleaner technologies in a phased manner with international collaboration, with networks, and financing these technologies through international means so that there is a cost reduction and it is affordable to the country. But in between, there is a possibility to address this by having a bridge fuel, which is natural gas. And there are natural gas findings which are there in the country. But in between, you could have natural gas trade, such as LNG. And regional cooperation in the region could bring about substantial energy utilization, moving away from fossil fuels, but addressing hydro, natural gas, and renewable energy. So I think these are the strategies, but we can then dwell upon and discussing how to go about in a detailed phased manner. I'll stop here, and if there are future questions, we can take it up. Ich glaube, Fragen gibt es bestimmt noch eine ganze Menge, aber ich würde jetzt gerne erstmal einmal rumgehen. Ich nehme nur mit, dass Indien sich mehr internationale Kooperation vorstellt und vielleicht nicht nur im Bereich von Atom, wie wir das heute Morgen gehört haben, sondern stärker im Bereich erneuerbare Energien, weil Atomkraft wird ja international auf unterschiedlichste Art und Weise gefördert, muss man auch so sehen. Ich würde jetzt gerne das Wort an Rebecca Harms geben. Und zwar mit der Frage, inwieweit ein Ausstieg auf europäischer Ebene möglich ist, aber eher mit dem Fokus, was kann die Rolle der Europäischen Union da sein, da die Europäische Union ja nicht den Energiemix der Nationalstaaten vorgeben darf und somit eigentlich vielleicht nicht so viele Instrumente hat, das zu fördern. Oder das ist meine Frage an dich. Na, in Brüssel ist ja auch die Debatte jetzt nach Fukushima um die Verantwortbarkeit der Nuklearstrategie, die ja bisher sehr positiv bewertet worden ist in Brüssel. Es ist an. Achso. Ah. Sorry. Gut, also nochmal, auch in Brüssel ja, ist die Diskussion nach Fukushima über einen verantwortbaren oder nicht verantwortbaren Energiemix neu entbrannt. Und bevor ich was zum Ausstieg aus der Atomkraft sage und wie das vorstellbar wäre, möchte ich eine Sache nochmal aufgreifen aus deiner Einleitung. Und zwar die Fragestellung, ob wir als Atomkraftgegner, wenn wir jetzt die Zeit nach Fukushima nutzen, um den Atomausstieg voranzutreiben, ob wir damit nicht eine verantwortbare Klimapolitik gefährden und nicht wir dann diejenigen sind, die dafür sorgen, dass es zurückgeht zur Kohle. Also das ist meiner Meinung nach schon wieder
ein erfundener Vorwurf aus den Reihen der großen Energiekonzerne, die bis heute in der gesamten Europäischen Union eigentlich ungebrochen am alten Energiemix gerne festhalten würden, an Kohle und Atom. Und die ehrgeizige Klimapolitik ist in Brüssel nicht aufgegeben worden, weil Fukushima passiert ist, sondern die ehrgeizige Klimapolitik ist schon in den letzten Jahren aufgegeben worden. Und einige Wochen vor Fukushima ist in Brüssel eine Roadmap Klimaschutz verabschiedet worden, in der die ehrgeizigeren Ziele auf die lange Bank geschoben worden sind. Man versucht erst ab 2030 wieder ehrgeizigere, im internationalen Maßstab ehrgeizigere Ziele zu setzen. Und zwar mit der Begründung, dass erst bis 2030 die Low Carbon Technologies, die man für aussichtsreich hält, wieder in größerem Umfang verfügbar sein werden. Und darunter werden eben in Brüssel gezählt die Kohle, die dann natürlich sauber sein soll, dank Carbon Capture and Sequestration, und die Atomkraft. Also Kohle spielt in Brüssel nach wie vor eine sehr große Rolle unter der Überschrift Low Carbon Technology, dass man jetzt den Atomkraftgegnern anhängen will, ja, weil wir für einen Ausstieg sind, sind wir gleichzeitig auch verantwortlich für gute Perspektiven für fossile Energien. Das ist einfach nur absurd. In den Risiken, die wir als Grüne auch zusammen mit Nichtregierungsorganisationen für neue Energiestrategien für die Europäische Union vertreten, spielen schon seit Jahren die Ziele Sicherheit durch Ausstieg aus der Atomkraft und globale Sicherheit durch konsequenten Klimaschutz eine gleichberechtigte Rolle. Und alle unsere Szenarien, die wir mit dem Öko-Institut und mit anderen immer wieder überprüft haben, verfolgen dieses Ziel gleichermaßen. Und was wir eben uns wünschen würden von einer Europäischen Kommission, die keineswegs machtlos ist, was den Energiemix angeht, dass sie die unstrittigen Ziele, ja, die auch in der Zivilgesellschaft der Europäischen Union immer wieder abgebildet werden als unstrittige Ziele, dass sie die in den Mittelpunkt der gemeinsamen europäischen Energiestrategie stellt und nicht immer wieder versucht, durch dann Instrumente wie die Roadmap den alten Energiemix und die Interessen einiger großer Konzerne am Leben zu halten. Ob uns das jetzt gelingt, in der nächsten Zeit dafür eine Neujustierung zu sorgen, das kann ich noch nicht sagen. Aber ich glaube, dass es schon erheblich darauf ankommt, dass was jetzt in Deutschland passiert ist und passieren soll noch, dass das übersetzt wird in die europäische Debatte, also dass die Deutschen sich nicht nur darauf beschränken, in Deutschland ihre Ausstiegsdebatte zu führen, sondern ihre vernünftigen Entscheidungen auch einbringen in den europäischen, in die europäische Entscheidungsfindung, und dass sie ihre Art der Ersatzstrategie auch nachvollziehbar in die Brüsseler Debatte einbringen. Zusätzlich glaube ich, dass eben Brüssel doch erhebliche Möglichkeiten hat, auch zu steuern. Also wenn in Deutschland tatsächlich so ein Vorbildweg jetzt beschritten wird zu einem vorbildlichen Ausstieg, dann muss Deutschland auch bereit sein, wenn es um Sicherheit geht, über seine Grenzen hinaus diesen Weg zu vertreten. Und dann muss in Brüssel auch mal darüber gestritten werden, dass es nicht sein kann, dass in Brüssel weiterhin Kohle, ja, ohne dass wir CCS verfügbar hätten tatsächlich, oder Atom subventioniert, dass Subventionen in diesem Bereich erlaubt werden, dass es sogar aus Brüssel über verschiedene Töpfe immer wieder auch direkte Unterstützung für falsche Wege gibt. Ich erwarte von Deutschland eine streitbare Haltung in der europäischen Auseinandersetzung. Und es gibt eben viele Länder in der Europäischen Union, ich will die nicht alle aufzählen,
auflisten, aber es sind 12, die kein Atomkraftwerk betreiben bis jetzt und die möglicherweise, wenn es jetzt um Innovation geht, dann ist es auch so, dass diese Länder Bündnispartner sind. Es gibt viele andere Länder, in denen jetzt zur Debatte steht, geht man in den Neubau einzelner Atomkraftwerke oder nicht? Und auch da kann man sich von Brüssel aus zum Beispiel mit der Diskussion um Sicherheitsstandards verdient machen, wenn man diese Standards mal orientiert an dem Stand von Wissenschaft und Technik oder wenn man, weil jetzt ja gerade die Atommüllrichtlinie neu gemacht wird, wenn man sagt, solange Länder nicht zeigen können, dass sie in der Lage sind, mit dem Atommüll umzugehen, dann dürfen sie eigentlich auch kein neues Atomkraftwerk mehr bauen. Also es gibt tatsächlich mehr Instrumente, als die Europäische Kommission gerne zugibt. Das Problem ist, dass in der Kommission die Vertreter der alten Energieideen einfach noch viel zu viel Raum und Einfluss haben und dass die Vertreter der neuen Ideen, des durchhaltbaren Kurses, dass die jetzt in diesem neuen Ressort bei Conny Hedegaard, der Klimakommissarin, im Grunde in einem nicht sehr einflussreichen Ressort hängen. Ich würde sagen, aus Deutschland jetzt wäre zum Beispiel für mich wahnsinnig wünschenswert, wenn nicht immer Herr Brüderle kommt, wenn in Brüssel über Klimaschutz oder über Energiestrategien entschieden wird, sondern wenn Herr Röttgen die Reden, die er hier in Deutschland hält, dann auch mal zu Politik im Rahmen der Entscheidungsfindung der Europäischen Kommission macht. Danke, Rebecca, nochmal, dass du uns aufgezeigt hast, was für eine wichtige Rolle die Union spielen kann. Ich denke auch, eine wichtige Rolle ist ein ambitionierter Klima-Emissionshandel, weil der nämlich dazu führt, dass die Investitionen dann in die erneuerbare Energien gehen und nicht in neue Kohlekraftwerke, was ein extrem wichtiges Instrument meiner Meinung nach ist. Martin Bursik, wahrscheinlich kann die Tschechien auch Unterstützung der Europäischen Union gebrauchen. Wenn ich mir so den Bericht des Büros von uns aus Brüssel, aus Prag angucke, dann scheint die gesellschaftliche Stimmung ja eigentlich sehr pro Atom zu sein. Es gibt wohl eine ganze Menge an Vergleichen, dass ein GAU ja weniger gefährlich sei wie Rauchen oder Verkehrsunfälle oder der Verzehr von Giftpilzen, was ja schon mal ein Ausdruck an der gesellschaftlichen Stimmung ist. Wie groß ist die Unterstützung oder wie realistisch ist der Ausstieg aus der Atomkraft in Tschechien? It is a tough question. First of all, thanks Ralph Fuchs and the Heinrich Böll Stiftung for inviting me here to the panel debate. I mean, if you want, I can briefly describe the situation within the Czech Republic, because you've asked me for that. But I'm 100% sure that the future of the energy system is not going to be formulated and created within the Czech Republic, and that it's up to Germany, other front runners in the EU to show the way. And I will be happy if you allow me to speak about the European barriers and bottlenecks and what to do there. So could I start with this and then to describe that sad story? Just say First of all, so that it's a bit of panel debate. I remember 2 years ago when I was during the Czech presidency, as the EU presidency environment minister in India, besides others, and we were discussing climate change, nothing else. Besides others, I met the minister for new and renewable energy. And we had a very interesting debate about their project. Well, they have identified 10,000 villages in India where it simply doesn't have a sense to create a energy system which we know out of Europe and the US and other developed states. That means large central energy
sources connected with high voltage network and distribution network, and instead of that, to deliver the energy in a decentralized form in, as renewable energy, 10,000 villages. And I mean, I always tell everybody, to students, don't underestimate India and China. China became a second largest economy last year, beat it Japan, and their investment into clean energy are double the high than the US investments. And if you look at the top 10 high-tech companies around the world, Vestas, the Danish company, is number one, employing more than 20,000 employees. But then 6 out of 10 high-tech companies are the Chinese companies, and 5 of them are photovoltaics, and then energy storage, and then light. And so this is definitely the way the modernization of the energy system is going. And I mean, my experience, my knowledge so far shows me that there are, let's say, 4 main barriers to change the system and to go via a Greenpeace energy revolution. The first one is that EU, in fact, has got 27 energy policies. And every single member state has been solving their energy security, energy system, sustainability, whatever. They are solving that by themselves. And of course, that there are very different conditions. And if the states, and if there is a trend to concentrate and to invest, more than 60% of the investments within the EU went to renewables last year. So it's clear, it shows where the banks, where the investors are putting the money into renewables, into energy efficiency. But the first weakness is that these are individual energy strategies. I would like to support the Energy Commission as with respect to the to their willingness to promote the European integrated European energy structure. It is the report which was delivered to the European Parliament by the end of last year, which is explaining that the European grid is the weakest point for the future and for the change of the energy system, both the way we produce the energy and the way we use the energy, and that Europe needs the investments of about 200 billion euros by 2020 and about 1 trillion euros by 2050. And of course, the issue is how to coordinate it, how to get rid of the bottleneck, how to prepare the projects which are going across the borders, but there is this sort of project which needs a political support. So the second barrier, electricity grid. The third barrier is connected with the system with the way we distribute the electricity, and it's the limited absorption capacity of renewable electricity within the system. You hear quite often, I mean, there are technical limits. You cannot feed in 60% of a variable photovoltaic or wind power where you can do the prognosis 24 hours or 48 hours ahead. You have to build a system which is stable. You cannot feed there more kilowatt hours than is being used. And what interests me that the Greenpeace scenario shows that by 2050 there will be 58%, if I remember that well, 58% of renewable electricity will become out of wind and photovoltaics, these variable, instable sources. That means that we have to change the system so that these types of electricity became a baseload, became something which is a basis of the system. We are running so far the system where you have a uptake curve, like a day, so a top in the, and then light night, it's lower. And then you got a baseload, nuclear,
coal. Then you got a flexible sources like gas, and then you got renewables. And then the more baseload you have, or the more renewables you got, so then the peaks are leaving out the supply curve, and then the regulator tends to cut it. And we have to change this system so that the peaks, you turn the peaks down, and you start to regulate the baseload technically. But you need a intelligent, smart grid. You need to change the system, which is another report, Greenpeace and Fraunhofer Institute and the others. So we definitely need, I mean, for me, in my point of view, the major priority is to invest the money, not in renewables. It's running, it's on the way. 62% are the investments into renewables. We have a different support scheme, so we need to protect renewables out of the attack of these old guys and the big oligopolies, and then to invest into the grid, and so that we can start to handle with the fact that in Britain, and I will finish by this, not to be too long, in Britain we have 600 megawatts of offshore wind farms so far. But by the year 2020, we will have 33 gigawatts of offshore wind. We have to somehow to transfer this to the center of Europe, where there will be a need of electricity. We need a electricity highways, an electricity highways not only out from the Baltic and North Sea, but also electricity highways from Portugal and Spain to get the photovoltaics. Or maybe what PricewaterhouseCoopers say, that it should be also a solar terminal out of a North Africa. So this, in my views, is where a Europe should concentrate, where we need a coordinated policy. And the next answer will be about the situation in the Czech Republic. Thank you. Lieben Dank für diese Analyse. Ich würde noch mal, bevor Rebecca drankommt, noch mal auch eine Frage an Herrn Dadic erstmal mitgeben oder ans Panel. Die ist eine interessante Frage, ob man auf nationale Vorreiterstrategien setzt oder inwieweit man sagt, man braucht eine Harmonisierung von europäischen Regeln. Zum Beispiel, es gibt eine große Debatte, inwieweit man eine Harmonisierung von Förderinstrumenten auf europäischer Ebene braucht. Da sagen viele deutsche Umweltschützer, um Gottes Willen, dann geht es sozusagen der Standard generell runter. Also es gibt sozusagen, das ist ein großer Streit innerhalb der Klima- und Energie-Community, ob das notwendig ist oder nicht. Oder auf globaler Ebene ist es ja auch der Streit darum, ob man einen globalen Emissionshandel haben will oder nicht. Und da gibt es insbesondere aus China, Indien bin ich mir gar nicht so sicher, auch große Bedenken von diesen Vorgaben sozusagen von Supraleveln. Und die Frage ist doch, inwieweit brauchen wir diese internationalen oder europäischen Vorgaben und inwieweit behindert das eventuell auch den Ausstieg auf nationaler Ebene? Aber Rebecca, du wolltest was sagen und dann. Ja, ich wollte das Thema Netze und europäische Zuständigkeit einmal aufgreifen, weil das ist ja wahnsinnig einleuchtend, dass man eigentlich ein gemeinsam organisiertes Netz braucht. Es stellt sich trotzdem die Frage, welche Erzeugungsstrukturen dieses neue Netz, das auch Herr Oettinger so unbedingt forcieren will, welche Erzeugungsstrukturen dieses Netz dann verbinden soll. Und es gibt für mich zwei Probleme in der ganzen Debatte um die neue Netzinfrastruktur. Also neben den in Deutschland wichtigen Beteiligungsfragen und Transparenzfragen, jetzt in Brüssel stehen hinter der Initiative und dem Anlauf von Günther Oettinger stehen die Ideen, wie ich das schon gesagt habe, entsprechend der Roadmap Klima, große neue Erzeugungsstrukturen, auch fossil und nuklear zu schaffen. Da steht auch das Ziel dahinter, das 20%-Ziel Erneuerbare zu erweitern. Es gibt keinerlei verbindliche Energieeffizienz- oder Einsparstrategie. Das Netz, das wir jetzt für den Rest des Jahrhunderts planen,
Das sollte aber doch auch ganz stark geprägt sein dann von der Energierevolution, also von dem, was wir eigentlich bauen wollen und nicht dem, was wir aus dem letzten Jahrhundert verlängert haben wollen, wie Herr Oettinger das vertritt, in dieses Jahrhundert. Und das ist ein erheblicher Streit, der nicht verwechselt werden darf mit einer Ablehnung von neuer, zukunftsfähiger Netzinfrastruktur. Tobias oder Herr Dadic, wollen Sie das sagen? I'm trying to cope up with these two systems of translation, but I'll do my best. What I think is that the European conditions differ, considerably from the Indian conditions. Most of India's infrastructure is still to come up, and the grid conditions are already in a bad shape right now. We don't have a very good power quality in the grid, where the frequency, I do not know whether people are aware, the frequency can vary anywhere from 48 hertz to 52 hertz, and it's not acceptable to anybody in the electricity system. I mean, I was installing a turbine in a sugar mill which was imported from France, and it would operate only between 49.8 to 50.2, and it would trip every time it would, be put on the grid. So the power quality in India is, as it is, very bad. The voltage levels at the residential level, where it is supposed to be at 240 volts, can go down to as low as 180 volts, and it can go up to as high as 280 volts. So the grid conditions are really very bad. I mean, so one has to look at it from the Indian perspective. And so most of the new infrastructure that is coming, although we have a grid code in place, we also have several quality controls and regulators are there, and a lot of utilities are penalized for that, but it's still a long way to go. So I think it's a good starting point for India to address these issues, the grid quality issues, in an appropriate manner, because you're talking about smart grids coming in place. Also, you're talking about, the newer technologies coming into place, because if somebody knows that in the state of Tamil Nadu, where wind power is significant, they're not able to handle wind power in the grids already. And the same thing is happening in other states as well. And I know from Chinese experience, they have 20 gigawatts of wind power, and they're not able to handle it in the grid. So there is already a problem associated with that. So renewable energy injection into the grid is going to be a problem, and one has to definitely address that issue appropriately. And the solution definitely lies in smart grids and other solutions. You need to provide system stabilize backup so that the quality of the grid is maintained. So the electricity systems planning has to be done appropriately, and the solution lies in smart solutions. And the smart solutions can be many. They could be plenty of them are there. One can operate an island basis in some areas. One can operate off-grid basis in remote areas. One could design systems in very different way. So these systems will have to be addressed, and the quality aspects have to be addressed. So for countries like India, it's very important that we address these issues upfront. And it's very important to bring these in the forefront. And what are the cost implications of this will have to also be, looked into. I'll stop here so we can take it as a discussion. Die Frage der Kosten müssen wir natürlich auch noch mal diskutieren nach den Fragen der Instrumente, das ist klar. Aber jetzt Tobias. Ja, ich glaube, es ist sehr schön jetzt gerade herausgearbeitet worden, welche zwei großen Fronten, es gibt sicher noch mehr, aber zwei große Fronten es sozusagen gibt, wenn man jetzt in dieser Militärsprache oder revolutionären Sprache bleiben will. Das eine sehe ich eben darin, in dieser Frage Grundlast, diese alte Philosophie, das kam hier von beiden meinen Nachbarn, mit Grundlast und Mittel- und Spitzenlast, die da drüber die Lastkurven abfahren, je nach Nachfrage.
das ist eben nicht zu machen mit der Revolution oder mit den erneuerbaren Energien. Das hat sich jetzt gezeigt in den verschiedenen Szenarien und Berechnungen vom Sachverständigenrat für Umweltfragen, SRU, die eine große Rolle spielen hier in Deutschland in der Debatte. Es gibt aber auch noch technische Gründe, warum das nicht funktioniert. Wir haben ein ganz neues Gutachten gerade veröffentlicht vor 2 Wochen von Wolfgang Renneberg, der darauf eingeht, was das eigentlich bedeutet für Atomkraftwerke, die versuchen, sozusagen je nach Nachfrage und nach Wind und Sonne ihre Reaktoren rauf und runter zu regeln. Dafür sind die nämlich nie gebaut worden. Die sind gebaut worden dafür, dass man sie einmal einschaltet und dann ein paar Jahre, bis wieder neuer Brennstoff nachgefüllt werden muss, laufen lässt. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Das sind ganz neue Situationen für einen Reaktor. Das bedeutet, Materialversprödung wird ansteigen. Ist ein ganz sozusagen Neuland, technisches Neuland, in das wir uns da bewegen mit unseren uralten Reaktoren, weil der Druck, der herrscht in diesen Kraftwerken, die Temperaturveränderungen, die chemischen Substanzen, die auch Rohrleitungen angreifen und so weiter und so weiter, das sind Dinge, die von den Konstrukteuren dieser Reaktoren nie in Betracht gezogen wurden, weil man immer davon ausging, man würde, ich glaube, maximal 2-mal im Monat rauf und runter fahren, maximal, wenn überhaupt. Und das würde verlangen, dass man eben ständig sich bewegt. Hinzu kommt noch ein Spezialproblem mit der sogenannten Xenon-Vergiftung. Xenon-Poisoning, nämlich dieses Edelgas, was entsteht, wenn man den Reaktor runterfährt und das verhindert, dass man ihn schnell wieder hochfahren kann. Oder man geht große Risiken ein. Xenon-Vergiftung, Stichwort, spielte auch in Tschernobyl 1986 eine große Rolle. Also von daher ist auch diese ganze Philosophie mit dem Low Carbon Energy Sources eigentlich Unsinn. Also die Vorstellung, man könnte viel Kohle, viel Atom und viel Erneuerbare haben, das geht gar nicht. Das ist wirklich Volksverdummung, wenn man das behauptet. Und ich glaube, das ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere Punkt, die andere Front in Anführungsstrichen, sind die auch genannten Netze. Und da würde mich auch interessieren, hier von den Mitpanelisten, inwieweit das überhaupt eine realistische Vorstellung ist, dort weiterzukommen mit den Netzen, mit dem Ausbau der Netze unter den Voraussetzungen der jetzigen Eigentumsstrukturen. Das ist ja, weiß Gott, kein neues Thema, aber es ist nichtsdestotrotz ein heißes Thema. Die Frage eben Unbundling und Eigentumsverhältnisse, Aufteilung oder Aufspaltung oder Zerschlagung, sagen manche sogar, der großen Stromkonzerne. Ist es ohne das überhaupt möglich, da weiterzukommen mit den Netzen? Eine gute Frage, die ich auch weitergeben würde. Well, this is extremely difficult. That's why I raised the question. And I think for many people with the technical background and what Felix Matthes tells, you can't teach the old dogs the new tricks. So these old dogs, they either do not or they don't want, from economical reasons, to understand what the virtual power plant is about. There is what helps me a lot, even within the Czech society, is to provide the people the link to www.kombikraft.de, where this university in Kassel showed how a system could be operated if they put to the, and how they can deliver electricity according to the German uptake out of the wind power plants in the north of Germany, solar in the south, and some biomass and pump storage plants in the middle of Germany, and they show that there is no need. I mean, technically it works, and the basic the facet of this for the people which deals with renewables is that renewables can
help each other and balance the instabilities and that the system can run on 100% renewables. This is very important point, because so far major part of the technicians don't believe that there is even a theoretical possibility that you can run a system on a regional or national or even EU level where you can feed in 100% green electricity and it works and you can regulate it. But for this, we need to combine a micro and regional and larger, and we have to support a small decentralized, tens of thousands of small decentralized sources of energy, together also with the large parks of renewables. We need to combine all of them. And of course, a core issue is how to, let's say in the case of Czech Republic, how to persuade Czech Energy Works, whereas they produce 70% of the electricity within the country. They are owners of 5 out of 8 distribution companies. Unbundling doesn't work. And so it is a tough fight to put into the legislation. I gathered all the associations of renewables and I'm consulting for them and I'm speaking on behalf of them, so that to protect and advocate the position of renewables so that they are not regulated by the distribution companies and not being allowed to deliver the green electricity into the grid by the time Czech Energy Works guys want to favor a brown coal power plant in Northwest Bohemia, where the average length life is 2 years shorter than in the rest of the country, and where the abortion rate is the highest, and so on. So this would be really, really very difficult, and it has to be done on a European level. We have to give a more power to European regulator, and there should be investment programs into the intelligent grid systems. And then, economically, the fear that Rebecca Harms is having out of, we'll build the new network, but then Oettinger and others want to feed coal there. I don't have such a fear, because if you look on a cost curve, you see that the competitiveness of renewables it's an exponential decrease of the investment or production costs of renewable or green electricity. And there are many analyses which shows that it's just a matter of years. And if let's say the EU adopt the amendment to the energy taxation, which should be adopted this year, And there should be a new energy tax, which will be based on the content of CO or on the CO2 emissions and also on the energy content. Then there will be emission trading scheme based on auctioning since 2013. There will be hard time for coal to compete. If, of course, individual member states as like Germany will not, and or Czech Republic will not feed it by subsidies, and will not try to help this branch to survive another 2, 3, 5, 7 years. Danke nochmal, Rebecca, und bei der Frage des Bundlings und für den Techniker. Wir glauben, Herr Dadic hat noch etwas, was er zeigen will. 3 Slides. Perhaps you can help us. Okay, also erstmal zur Entflechtung zu der Frage von Tobias. Die Kommission war da schon mal sehr entschieden. Also der ehemalige Energiekommissar Piebalgs, der jetzt Kommissar für Entwicklung werden musste und es nicht wollte, sondern gerne Energiekommissar geblieben wäre, ich hätte mich darüber auch gefreut, der war ein ganz entschiedener Verfechter
der Entflechtung gegen die Bundesregierung. Damals noch Große Koalition hat er diesen Vorschlag verteidigt. Ich glaube auch, wir werden in einem nächsten Liberalisierungspaket dazu wieder dahin kommen, dass wir über diese Entflechtung anders und schärfer diskutieren. Ich glaube auch, dass wenn Oettinger auf der einen Seite sagt, es muss alles öffentlich finanziert werden, was wir an Netzinfrastruktur brauchen, das vertritt er immer wieder, dann kann das nicht sein, dass die Netze automatisch den großen Stromerzeugern weiter gehören und sie entscheiden, wie die strukturiert werden. Also da gibt es eine Grundsatzdebatte und da ist auch Deutschland, das kann man irgendwie immer nur wieder betonen, Deutschland ist eine hat eine Schlüsselrolle gespielt dabei, dass wir nicht schon mit dem letzten Liberalisierungspaket diese Entflechtung da durchgesetzt haben, europäisch. Und zu den Netzen und wie man das entwickeln kann. Also in Deutschland gibt es den Energiekonzern, der sich immer gerne als den fünftgrößten darstellt, die EWE. In Norddeutschland, deswegen kenne ich die auch ganz gut, in Norddeutschland zu Hause. Und die vertreten eben schon seit langer Zeit, dass die intelligente Nutzung von Netzen möglich ist und dass das eine Schlüsselentscheidung auch sein muss, um den Energiemix, den durchhaltbaren Energiemix der Zukunft eben hinzukriegen. Ich kann das nur empfehlen, auch für die deutsche Diskussion da mal hinzugucken, was die eigentlich alles schon in ihrem Programm haben, was die propagieren. Weil man muss auch die Leute, die dann was Gutes machen innerhalb der Unternehmen, die muss man mal so ein bisschen nach vorne stellen. Ich würde nur trotzdem jetzt noch mal sagen, dass dieses intelligente Netz, ja, das intelligente Netz, das gibt es, glaube ich, so wirklich noch nicht. Wir haben verschiedene Anhörungen in den letzten 2 Jahren immer wieder zu Smart Grids, Intelligent Grids und so weiter gemacht. Und es zeigt sich eben doch, dass es jenseits der Notwendigkeit von großen internationalen Transportnetzen, ja, dass es für die Entwicklung dieser Smart Grids und Intelligent Grids unglaublich unterschiedliche Ideen und Vorstellungen gibt. Und ich jedenfalls traue mir heute nicht zu sagen, das und das machen wir jetzt in so einer Art 10- oder 15-Jahresplan. Und wir sind aber dauernd durch eben diesen Druck jetzt aus der Kommission und auch ein bisschen jetzt aus der deutschen Debatte, dass die Netzentscheidungen jetzt aber ganz schnell getroffen werden müssen und ganz schnell die Finanzierung dafür getroffen werden muss, unter einem Druck, den ich für übertrieben halte und von dem ich fürchte, dass er im Zweifelsfall zu falschen Entscheidungen führen wird. Lieben Dank. Bevor ich Herrn Dadic, der noch uns 3 Grafiken zeigen will, das Wort gebe, danach öffne ich für das Publikum. Dann sind Fragen gewünscht. One of the questions was, can we have 100% renewables? And in the case of India, it's definitely possible. If you see this slide, this will show you the solar radiation resource availability, and it's quite high, and it's economical even in the lowest radiation areas. So solar radiation that is generated with only 1% of the land and at 10% efficiency is 584 times the electricity that was generated in the year 2009. So that's the potential that we have in the solar energy. So this is one resource which I think one needs to tap significantly. And I'll show you this. This is the district-wise biomass resource availability. And pessimistic estimate is that every taluk, which is a lower level than a district level, you can generate at least 2 megawatt of power through biomass.
Now, so you have various districts where there is a high concentration of biomass availability and there is a scarce level of biomass. So distributed generation in India makes great sense. And if you have a combination of these two, where you have the solar as well as the biomass, then you can easily identify areas where you could have a hybrid system, where you could have solar and biomass operating together. So you could have biomass operating in the evening and solar operating during the daytime. So there could be very innovative solutions in India, which is specific to this country. Now, I have not considered small hydro. I have not considered woody biomass, which can, woody biomass can entirely meet India's petroleum products requirement for transport purposes. So one can plan, you know, very optimistically to move towards a different energy system. So you can meet the heat and power requirements of every village and electricity supplied to the grid through smart grids, through agricultural residue, and then also look at forestry residue for transport fuels. So this is one way you can go for 100% renewables. So I just thought I'll show these slides to give you the magnitude how this can be addressed. Danke, das macht ja Hoffnung. Und jetzt, glaube ich, gibt es bestimmt genügend Fragen, weil wir ja sehr viele Themen hier mal so anreißen. In der Mitte stehen Mikrofone. Hier fangen wir doch gleich hier an. Genau. Ich sammle ein bisschen und dann machen wir wieder. Und dann. Ja, Wolfgang Wettach, Deutsche Grüne, German Greens. And I'm very optimistic for India what concerning the potential you have, because one of my clients which I consult in the renewable energy business is Merrick, an East German company which exports without subsidies very successfully to India. So they all already are there and work. What I wanted to get in is the grid question. The EU hasn't done its homework, especially between Spain and France. We have a better connection if we talk about DESERTEC and other projects like that between Morocco and Spain than we have between Spain and France. And this is obviously something where the EU needs to work and needs to put some of its money. Concerning smart grids, only one point. We have companies which want to get into that market, but I want to raise one warning flag, which is data privacy protection, because energy consumption and what it comes from, what it's used for, is a load of sensible data and, of course, vulnerable for attacks. Zu den Möglichkeiten, die die Europäische Union hat, um den Energiemix zu bestimmen und in die Richtung Erneuerbare zu bringen. Es ist richtig, dass im Vertrag drinsteht, dass die Mitgliedstaaten das Recht haben, in ihren Energiemix zu bestimmen. Das hindert aber nicht die Europäische Union daran, die Kommission einen Vorschlag zu machen zur Veränderung. Das war ja, Dimas hat den Vorschlag gemacht, sehr brave, 20% erneuerbare Energien, und es war erfolgreich. Es ist jetzt Gesetz. So, es ist nur so, dass drinsteht, dass dann, wenn der Energiemix der Mitgliedstaaten signifikant dadurch beeinflusst wird, dann ist Einstimmigkeit notwendig. Das heißt, man kann immer einen Vorschlag machen und gucken, wie weit es geht. Und natürlich ist dann ab einem bestimmten Punkt die Einstimmigkeit sicherlich schwierig hinzukriegen, weitere Anteile für erneuerbare Energien zu machen. Aber dann bleibt auch noch die Möglichkeit, eine Koalition der Willigen zu machen, was dann in europäischer Sprache heißt, verstärkte Zusammenarbeit von denjenigen, die es machen wollen. Und insofern ist das immer ein Weg, weitere Kooperation zu machen, um aus Kohle und Nuklear herauszukommen. Ich möchte aber einen anderen Punkt noch erwähnen in der Frage, was sind denn die Hindernisse, auch um aus der Atomenergie auszusteigen. Und daran erinnern, wir haben eben den Euratom-Vertrag.
seit 1957. Dieser Euratom-Vertrag hat seine, ich sag mal, positiven Seiten, weil er zum Beispiel die Kontrolle von Uran erlaubt. Er erlaubt auch zum Beispiel, wenn jetzt ein Mitgliedstaat sagen würde, er möchte keinen Stresstest der AKWs machen, dann könnte Herr Oettinger seine Inspektoren nach dem Euratom-Vertrag dorthin schicken, um eben dort Sicherheitschecks zu machen. Aber wir haben auf der anderen Seite mit dem Euratom-Vertrag eben eine Zwangsfördergemeinschaft. Alle Mitgliedstaaten sind darauf verpflichtet, Kernindustrie in der Entwicklung zu fördern. Und das ist nun wirklich konträr zu dem, was wir hier diskutieren und konträr zu dem, was wir meinen, was notwendig ist. Und insofern meine Frage an das Podium jetzt, an die europäischen Mitglieder. Ist es nicht eine Überlegung wert, ob es an der Zeit sein könnte, einen Konvent einzuberufen, um dieses Thema Veränderung des Euratom-Vertrags zu diskutieren? Ich bin der Meinung, es wäre an der Zeit, denn wie er jetzt ist, ist er wirklich anachronistisch. Gerne noch eine Frage, genau. Jan? Ah ja, in the Euratom Convention, that would be really good. I would like to react shortly on the grids. I think there are a few priority issues. You already mentioned Spain, France. It's a bit of a headache issue because the big problem is cables through the Pyrenees, or are we going to have underwater cables around? That's a big question. There's a lot of opposition in the Pyrenees against cables through the Pyrenees. I've been protesting there 30 years ago. But there are priority issues there. And I think one of the priority issues is the North Sea grid for offshore. Rebecca, I think the Commission is putting a lot of priority on it and should put a lot of priority on it, because we see at this moment, somebody already mentioned the UK, we see at this moment in the UK every single small offshore wind park getting its own cable to shore. And we're already seeing, not in my backyard, reactions on shore, and it's not necessary. It's not only not necessary, it's extremely inefficient. And it's very good for ABB and for Siemens, I know, because they deliver the cables, but they could also deliver a bit of a better cable with a bit of less profit. Same is for the Baltic Ring. We have to build in the Baltic states, because they have a bit of an island situation now that is depending on electricity from somebody who is politically not all too reliable at the moment, Mr. Putin. Those are, I think, clear priorities. But the nice part of the story, I think, is we're not talking about large cables mainly. The question is how do you balance out a slightly overcapacity decentralized with the use of centralized capacity in the south and in the North Sea? That's the question. Sometimes the larger cable is cheaper, sometimes a lot of smaller cables are cheaper. And the latest calculations that we did with Greenpeace show that we hardly need these huge cables. We can run most of it on an upgrade of the existing network and fine meshing of it. For me, the last point is, for me, we had somebody from Poland here yesterday. The absolute no-brainer there is we've got cooperation between Sweden and Germany to link Baltic offshore wind now to both countries with a large cable. And it's only three country point in the Baltic. And Poland needs to be drawn in. Of course, the Polish government doesn't want it because they want to build their nuclear power station. Just a little bit shorter, yeah. Not like, you know. Is it? Okay, thank you. So we have another question, and then we make a round for the ones. So is there any other question? Okay, though. Over there. Would you come to the microphone? Okay, and then you make up. Yeah. Der Betreiber von Fukushima heißt TEPCO.
Und diesen Betreiber, TEPCO, ist dieses Mal weltweit relativ bekannt geworden, finde ich. Aber früher, was ich sagen möchte, ist, wieso in Japan so eine Anti-AKW-Bewegung so schwierig ist. Früher hatte eine bekannte Anti-AKW-Gegner in Japan aufgerufen, eine Aktie von TEPCO kaufen so zusammen und dann so eine kleine Aktionärgruppe organisieren. Und bei der Vorversammlung über die Gefahren von Unfall von Atomkraftwerken in Frage zu stellen. Aber wir gingen in die Vorversammlung von TEPCO, aber wir waren von TEPCO privaten eingestellten Yakuza, diese Mafiosen, von der Vorversammlung rausgeschmissen wurden. Und das war, klar, wir waren unerwünschten Aktionären für TEPCO, obwohl wir kleine Aktionären waren. Und meine Frage ist nur, ob solche Gefahren in Indien bei der Anti-Atomkraftwerk-Bewegung in Indien oder China auf solche Gefahren gibt, ist meine nur Interesse. Okay, ja. Dankeschön. Eine Frage und dann machen wir eine Antwortrunde und dann geht es zum Schluss. Hallo, Giovanni Jerisch, mein Name, Institut für Organisationskommunikation. Eine Frage, die ich gerne ans Panel stellen würde, ist, wir reden, oder Frau Harms, Herr Münchmeier, Sie haben häufig auch das Thema eingebracht, Vernetzung, europäische Vernetzung. Meine Frage ist, wie gedenken Sie, die Preisstruktur anzugehen? Weil Strom, der in Norwegen beispielsweise produziert wird, ist nicht unbedingt genauso billig oder genauso teuer wie Strom, der, sagen wir, in Polen oder woanders produziert wird. Und ich glaube nicht, dass jemand in Rumänien den gleichen Preis für seinen Strom zahlen möchte, der in Norwegen produziert wird und umgekehrt. Dankeschön. Ich würde jetzt noch mal eine Antwortrunde machen und dann kommen wir zur Schlussrunde. Rebecca, willst du anfangen? Ja, ich würde gerne noch mal das Thema Euratom aufgreifen, weil es darum auch eine große Diskussion wieder gibt, auch forciert durch die Initiativen aus Österreich. Die großen Organisationen Global 2000 und andere haben gerade wieder eine Abstimmung verloren, die österreichische Regierung auffordern sollte, den Euratom-Vertrag einseitig zu kündigen. Also die Auseinandersetzung um den Euratom-Vertrag ist nicht einfach. Es gibt zumindest im Europäischen Parlament, das mehrheitlich pro Atom immer noch aufgestellt ist. Es wurde letzte Woche gerade traurig dokumentiert bei einer Auseinandersetzung um eine Resolution und eine Abstimmung, was bedeutet Fukushima für die zukünftigen Energiestrategien in Europa. Weil selbst in diesem Pro-Atom-Europaparlament, mehrheitlich pro Atom, gibt es jetzt doch eine stabile Forderung, dass der Euratom-Vertrag zumindest mal novelliert werden muss, dass der nicht in der Struktur, die er unverändert hat seit seiner Gründung, bleiben kann und dass abgestellt werden muss, die Intransparenz und die vollkommene Unmöglichkeit der Kontrolle und der Mitsprache durch das Europäische Parlament. Ich bin inzwischen, weil ich das schon so oft mitgemacht habe, diese Debatte um das Ende von Euratom, ich bin nicht mehr der Meinung, dass wir das in den Mittelpunkt von Kampagne stellen sollten. Wir sollten wirklich für eine Reform eintreten und die Reform auch von
uns aus formulieren, denn wir werden, auch wenn wir den Ausstieg jetzt durchsetzen können, wir werden eine Instanz in Europa brauchen, die sich selbst mit der Abwicklung, ja, der Atomindustrie beschäftigt. Wie die am besten aussieht, das wäre Teil dieser Reformdebatte. Ich würde gerne eigentlich deine Idee und Lutzens Idee, das, was von der Stiftung auch so forciert worden ist, aufgreifen für die Kampagne der nächsten Zeit. Und ich finde auch, man könnte darüber nachdenken, dass eine erste europäische Bürgerinitiative, die der Lissabon-Vertrag ja ermöglicht, sich damit beschäftigen sollte. Wir brauchen einen neuen Grundlagenvertrag, eine neue europäische Gemeinschaft zur Beförderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Und dieser neue Vertrag sollte nur darauf abzielen, wirklich durchhaltbare Strategien in den Mittelpunkt der gemeinsamen europäischen Energiepolitik zu stellen. Ich glaube, ja, dass wir jetzt wirklich in der Zeit sind, wo wir eine solche Initiative, wenn sie auch nicht von der Partei kommt, sondern wenn sie von aus der Zivilgesellschaft kommt, wo wir das wirklich mit einer eindrucksvollen Mehrheit unterlegen können, dass die Leute diesen Weg in der Energiestrategie wollen. Also wir werden in der nächsten Zeit in Österreich einen großen Kongress haben, zu dem wahrscheinlich Sozialisten und Grüne aus dem Europäischen Parlament einladen werden. Es wird um den Angriff auf die IAEA und auch Euratom und die alte europäische Energiepolitik gehen. Aber es wird auch darum gehen, dass man da noch mal gemeinsam in einer sehr breiten Koalition versucht, diese Zukunftsstrategien zu beschreiben. Und da wird dann das Thema Irene und das Thema Reform des Euratom-Vertrags eine Rolle spielen. Weil ich glaube, man verbindet das am besten, diese Reformidee, weil das ist der Schritt, für den wir wahrscheinlich auch im Parlament Mehrheiten haben, und die Idee, was wir neben den Euratom-Vertrag stellen wollen. Herr Dadic, wollen Sie zu etwas, do you want to answer some of these questions? I don't think I can answer the questions which were raised, because mostly they are European Union. Oh yeah, if I might briefly, first that Spain, France, it took 15 years until a bilateral agreement between France and Spain was signed, and so the construction already started 2011, if I remember, and 2013 it should be finished with the investment of about 350 million euros out of the European Investment Bank. But this is the case which shows how difficult it is, and it also shows that the interconnection is a main problem which needs to be politically solved. But I mean, me interested the question about the price of the electricity. It is a great game, and I show it to you very quickly on a case of the Czech Energy Works, how the Czech energy company gains out of a German spot market. In our country, it's more or less in all the countries, about 51% last year of the average electricity price for the consumer is created by the price of electricity, which is created at the spot market. The rest is a regulated part of the price distribution, high voltage network, system services, renewable support, cogeneration subsidy, all these regulated part of the price. But you got 51% of the price in our case, which is a price created on a spot market. You got a burst in Leipzig, which is creating a price of the electricity. Then we got a burst in Prague. If you look on these two bursts, if you put the graphs like this, then you see that the Prague burst has been copying the Leipzig burst as well. That means, first conclusion is that the market price of the electricity in Prague for the Czech consumers has been following the German price, which is mainly influenced by the most expensive
sources of power plants in Germany, which is gas. But from the consumer point of view, a Czech consumer doesn't have any advantage out of the fact that the old brown coal power plants are decommissioned, that the national allocation plans by weak Brussels provided Czech state over allocation of the allowances, and so instead of the utilities, instead of buying the allowances so far, they are selling them and getting the money because there is over allocation. And Czech Republic is having about the fourth highest prices in Europe. So it doesn't have anything in common with the production costs. And this is important to know how the system works. And I mean, in my eyes, the way out of that is that the renewables will beat these games because of providing lower prices and because of jumping over the main disadvantage, which is the variability of the production. Danke, da wurden endlich mal nochmal die Kosten angesprochen. Tobias, willst du nochmal antworten? Dann hätte ich an dich auch nochmal die Frage bei diesem Szenario, das wir am Anfang schon hatten. Dann ein Ergebnis ist, dass das Ausstiegsszenario zusammen mit Klimaschutz ein Drittel weniger Energiekosten produziert im Jahr 2050 als das Referenzszenario. Wie es denn zu sowas kommt, das entspricht nicht der Argumentation, sondern der Gegner. Ja, zwei Dinge nochmal zu den Netzen. Zum einen, viel ist gesprochen worden über die internationalen Verbindungen. Die sind sicher im europäischen Maßstab Schnittstellen für die Energiezukunft. Gleichzeitig haben wir ja nun durchaus in Deutschland eben auch eine ganz lebendige Diskussion oder Streit um die Netze und um den Neubau von Netzen. Ich glaube, auch da kann man gar nicht sozusagen radikal genug oder neu genug denken. Wir gucken uns beispielsweise jetzt vermehrt an, was gibt es eigentlich für Voraussetzungen von Infrastruktur in Deutschland generell? Vermutlich wissen das nicht alle oder können sich es aber dennoch denken. Welches ist eigentlich die Firma, die Struktur in Deutschland, die am meisten Infrastruktur hat? Land auf, Land ab. Das ist natürlich die Deutsche Bahn, ja, und das ist natürlich eigentlich spannend, ja, zu überlegen, okay, wenn man nicht ständig hier kreuz und quer durch die Natur neue Trassen bauen will, warum nutzt man nicht Trassen und Infrastrukturmöglichkeiten, die schon existieren? Warum nicht die Deutsche Bahn, die sowieso viel zu viel Atomstrom und viel zu viel Kohlestrom konsumiert, herausfordern und sagen, stellt euch der Zukunft, lass uns diese Infrastrukturmöglichkeiten der Deutschen Bahn nutzen, um Strom auch in großen Mengen von Nord nach Süd vor allem zu transportieren. Also ich glaube, das ist jetzt die Zeit für diese Art von Ideen, von großen Ideen. Und natürlich sind Netze ein Problem, aber es gibt eben auch große Antworten auf diese großen Fragen. Anderer Punkt war diese Überlegungen von Rebecca, sozusagen eine neue Debatte, auch einen neuen Prozess zu starten über Euratom-Novellierung und auch über möglicherweise IRENA, eine solche Art von Struktur. Ich glaube, da sollte man jetzt diese ganz neue, taufrische Debatte um Atom verbinden mit der -30%-Debatte, weil das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Beides ist elementar wichtig für die Menschen in diesem riesigen Raum der Europäischen Union. Ich glaube auch, es gibt eine große Unterstützung für eine solche Wende, eine solche Erneuerung. In einem der Workshops hatte Gerd Rosenkranz angesprochen, das fand ich sehr, sehr gut, dass er sagt, es gäbe jetzt vermehrt in der deutschen Öffentlichkeit, in den deutschen Medien und Zeitungen Artikel über die deutsche Angst. Oft werden dann da ausländische Kommentatoren gebeten, darüber zu schreiben, über das spezifisch deutsche Phänomen dieser Angst. Und er sagte, es ist eigentlich
Quatsch, man müsste eigentlich neu etablieren im englischsprachigen Raum den Begriff deutsche Weitsicht, ja? German Weitsicht, wie auch immer das dann ausgesprochen würde, weil ich glaube, das, was wir jetzt erlebt haben, eben ein Land, was annäherungsweise zumindest Lehren gezogen hat, zumindest annäherungsweise aus Tschernobyl, steht jetzt im Angesichts des nächsten Desasters eben, sagen wir mal, in der Debatte ein ganzes Stück weiter. Darüber hinaus ist, glaube ich, oft verkannt in dieser Debatte über deutsche Angst oder German Angst, dass wir innerhalb der EU gar nicht so weit auseinander liegen. Es gibt ja diese fantastischen Eurobarometer-Umfragen. Und wenn man da sieht, die Einstellung zu Atom, da sind Frankreich und Deutschland ziemlich in der Mitte. Deutschland etwas kritischer, Frankreich auch recht kritisch. Ja, zugegeben, es gibt ein Land wie Bulgarien, wo Atomkraft noch ein gutes Image hat. Aber es ist, weiß Gott, nicht so, dass Frankreich sozusagen alle entsprechend dem Atomstromanteil von 80% auch 80% Befürworter hat. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist eine Verzerrung, die auch sehr stark damit zusammenhängt mit der politischen Kultur in Frankreich, mit dieser sehr elitären Struktur, ausgerichtet an den sehr industrienahen, Areva, EDF-nahen polytechnischen Instituten und des elitären Regierungsaufbaus. Das ist also eine Verfälschung und die verkennt die großen Potenziale auch in einer Anti-Atomen-Bewegung in Frankreich, wie wir jetzt in diesen Tagen und Stunden ja sehen, auch bei dem Widerstand gegen Fessenheim. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in diesen Tagen. Ja, zu den Kosten kann ich nur das Szenario, die Lektüre des Szenarios sehr empfehlen. Wir sehen einfach, die Erfahrung der letzten Jahre sehen wir, dass die Kostenkurven runterkommen in großer Geschwindigkeit, wie auch Martin Busig eingangs sagte. Wir sehen das ja, das ist ja eigentlich auch nichts Besonderes, sondern das sollte das Normale sein, dass je mehr eine Technologie nachgefragt wird, desto billiger wird sie. Das ist auch bei fast allen Technologien der Fall. Ein historischer Ausreißer ist die Atomkraft. Die wird nämlich immer teurer, wie wir auch gerade sehen am Beispiel EPR. Da geht also die Kurve steil, rasant nach oben. Vielen lieben Dank. Wir hatten schon so beinahe Schlussworte dabei. Ich würde trotzdem noch mal die Gelegenheit geben und mit einer vielleicht etwas schwierigen Frage. Ich meine, wir sitzen jetzt 25 Jahre nach Tschernobyl und erleben das Gleiche noch mal. Und ich würde mir wünschen, dass wir das in den nächsten 25 Jahren nicht nochmal erleben müssen, dass wir einen Super-GAU sozusagen erleben. Und ich denke, wir haben jetzt ein historisches Zeitfenster, das wahrscheinlich gar nicht so groß ist, bis sozusagen die Atomkraftbefürworter sozusagen wieder aus ihren Löchern kommen. Sozusagen hier hat sich ja auch keiner richtig hingetraut. Und meine Schlussfrage zielt darauf ab, wenn man jetzt dieses relativ kurze Zeitfenster sich anguckt, die strategischen Schlüsselprojekte, die man jetzt erstmal eintüten sollte, damit ein weltweiter Ausstieg oder den jeweiligen Regionen sozusagen möglich ist. Also strategisch gedacht, das ist ein weites Feld, das haben wir ja jetzt in den letzten zwei Stunden erfahren. Aber was sozusagen für die jeweiligen Regionen und Länder jetzt wichtig wäre, sozusagen festzuzurren, das ist meine leichte kleine Schlussfrage. Okay, so now I owe you the answer to the first question I got at the beginning of the of the debate. So here's the truth: the Eurobarometer, where the samples were taken, I think in October last year, shows that the Czechs are most in favor of nuclear within the EU 27. 64% of the Czech citizens are in favor of nuclear. I mean, I'm not sociologist, I'm ecologist, and dealing with energy, renewable energy. My understanding of that is that it is the effect of a communist indoctrination first. Because if you look on a statistics, the second is Lithuania, third is Hungary, fourth is Bulgaria. Then Sweden, Finland, and then
former Soviet satellites again. So we were educated. I was born 2 years after Euro-Atom Treaty 1959. We were educated to understand this issue as that the technicians are masters to solve all the problems and that it's clean, not even, it's not worth to meter how cheap it is. First, secondly, there had never been a critical debate on nuclear within these countries because there was no anti-nuclear movement there. If I remember Chernobyl, there was no debate about Chernobyl because there were no facts about Chernobyl, and you remember the details. And so I think that these are the major arguments why we are where we are. The reaction towards Fukushima in the Czech Republic was just incredible. It was unbearable to survive that because, I mean, we do have the satellites, and so we were observing at home RAD and ZDF. We saw that the German public TV canceled the program and they showed you the documents on nuclear. Nothing like that happened in our country. And when I called the journalist who is a moderating every week top political debate, and that was Sunday evening, I called him and said, are you going to speak about nuclear? I'm able to connect you with the top consultants in France. I was thinking about Michael. In London, I was thinking about Stephen, and in Germany, Lutz and others. Will you put the topic to the debate? He said, we got another topic, it's too late, we'll wait. I told him, this is a breaking point. This is a breaking point of no future for the nuclear industry in the world. You should cover it. It took 1 week until there was a debate. They met me, others there. But a reaction of a prime minister was that Germans' history, he told in the parliament, fear. Then we forgetting the casualties of a tsunami, and instead of that, speaking about the smokes above Fukushima. And so this is a reality of the Czech Republic. And there is a very strong Czech Energy Works company, state-owned, which is planning to build another two blocks of Temelín, maybe another one block of Dukovany power plant. Immediately after Fukushima, Prime Minister invited top people of the Ministry for Industry to discuss the future of nuclear. And there, the output of this hidden meeting was that they continue promoting nuclear in the Czech Republic. I personally don't believe there will be any block built in the Czech Republic anymore, mainly because of the economic reasons. But it is time to raise the issue publicly and to try to move this 64, terrible 64% in favor to 50 or even less. The problem is that CHES has been very strong, Greens are really weak within the country. And so it could be done by the support of renewable associations, by the people who had been investing into renewables, who do have a experience transferred out of Germany, because many of these companies, investors, are connected with the German mothers. And so this is the situation. I will, what I can, as a final word, promise you for me, renewables and anti-nukes issue is going to be my top issues in the next year, and I'm trying to form a project to open the debate, to raise the critical platform, and to start a serious debate on nuclear within the Czech Republic. Hopefully, with the help of many of you here in this. In the audience. Thank you very much. Tobias. Ja, wenn ich an Tschernobyl denke, denke ich natürlich auch an
überhaupt Situation, Energiepolitik in Russland, Belarus und vor allem Ukraine. Ich war am vergangenen Freitag in der sozusagen Anne Will Show der Ukraine, Savik Schuster Show, und hat es da zu tun, also mit dem ehemaligen Chef des AKW Tschernobyl und dem ersten Präsidenten, Herrn Kravchuk, und der Chefin des ukrainischen Sicherheitsrates. Und interessant war vor allem eben zu sehen, was Informationen betraf. Ja? Ich meine, man denkt, man hat die Illusion, in Zeiten des Internets sind Informationen global verfügbar. Aber die Tatsache zu sagen, ja, Sie haben hier eine große Volkswirtschaft, die ist dominiert durch Atom. Das sind 15 große Blöcke in 4 verschiedenen Atomkraftwerken sowjetischer Bauart. Die produzieren 90 Terawattstunden. Das ist sehr viel Strom. Das ist eigentlich auch viel zu viel Strom, weil Ukraine hinter einigen afrikanischen Ländern das ineffizienteste Land ist, was den Stromverbrauch betrifft. Aber als ich eben sagte, wir haben mehr Erneuerbare als Sie Atomkraftwerke, wollte das kein Mensch glauben. Wir haben in Deutschland jetzt 102 Terawattstunden pro Jahr, Tendenz steigend. Das heißt, vor 2 Jahren wahrscheinlich hatten wir den historischen Tag, den niemand realisiert hat, in dem die deutschen Erneuerbaren die ukrainischen Atomkraftwerke übertroffen haben. Und ich glaube, diese Information, ich glaube, es ist wichtig, einerseits Fortschritte zu machen in der Energiewende, und die machen wir hier, und dafür werden wir sicher auch weiter kämpfen. Aber vielleicht ist es sogar wichtiger oder genauso wichtig, jedenfalls diese Informationen besser heranzutragen und vor allem da auch an technologische Eliten in ganz, ganz vielen Ländern. Weil dieser Prozess geht so schnell, dieser Prozess des Ausbaus der erneuerbaren Energien geht so rasant schnell, was natürlich fantastisch ist, dass aber der Großteil der Menschen, die irgendwann eben ganz normal zur Schule gehen und dann in die Universitäten gehen, das gar nicht realisieren und gar nicht mitbekommen. Von daher müsste man sich neu... Oh. Das sind 140, glaube ich, ne? Ja, 140 Terawattstunden. Also auch auf Sicht, dass wir die übersteigen werden in den nächsten 2-3 Jahren, würde ich mal sagen. Ja. Also ich glaube, da das wäre ein Appell zu überlegen, natürlich auch mit der Böll-Stiftung zu überlegen, wie schafft man das, diese Informationen, diese positiven Informationen an die technischen Eliten, an die wichtigen Universitäten, gerade in Osteuropa, aber auch in vielen anderen Ländern, besser heranzutragen. Vielen Dank. Danke. Dalic, you want to have your final words now? It was a question saying that how do you prevent another Chernobyl? That's the question, or what was it? I mean, the question was, if you say, yeah. If But perhaps Rebecca gets his final word, and then he has some time to think about the question. Yeah? Ich will eine Sache noch anmerken, jetzt ein bisschen im Nachklapp zu der Netzdebatte, damit alle auch verstehen, wie kompliziert das zum Teil ist. Also es klingt so gut, die kontinentale Vernetzung, aber die Europäische Union über die Europäische Investitionsbank und die EBRD investiert gerade wahnsinnig viel Geld in die Aufrüstung von Netzen und Netzverbindungen in die Ukraine, damit wir den Atomstrom aus Zaporozhye und anderen alten Schrottmeilern besser und reibungsloser importieren können.
Das ist eben im Zusammenhang mit der Frage Interkonnektoren, Netzmodernisierung, ist das etwas, was man nicht vernachlässigen darf. Und ich würde mir wünschen, dass man genau in diese Entscheidung noch reingrätschen kann, weil ich das wahnsinnig finde, dass zum 25. Jahrestag von Tschernobyl wir einerseits uns feiern dafür, dass wir fast 1,5 Milliarden Euro ja in die Clean-up-Infrastruktur in der Exclusion Zone rund um Tschernobyl gepumpt haben, und gleichzeitig sorgen wir für die Verlängerung der Laufzeiten von Mailand, die auch nur mit Ach und Krach und europäischem Geld noch über die Runden gerettet werden konnten und die überhaupt nicht europäischen Sicherheitsstandards entsprechen. Also das wäre mein Tschernobyl-Wunsch jetzt Nummer eins. Nummer zwei, ich würde mir als Deutsche wünschen, dass in einem neuen Anlauf und einer großen, starken Einmischung aus der Gesellschaft die Atomkraftgegner es schaffen, die Politik zu einem Konsens zu bringen, der tatsächlich ein gesellschaftlicher Konsens ist. Ich würde mir wünschen, dass wir nicht wie nach Tschernobyl in einen Wettstreit verfallen, wer sich durch das Ausstiegsdatum, ist ja schon so ein Überbietungswettbewerb hier in den letzten Tagen losgegangen unter Umweltverbänden und Parteien, dass wir nicht in so einem Wettbewerb die Einigkeit, die man braucht, um jetzt tatsächlich dieses Zeitfenster, das sich als positiv für uns aufgetan hat, obwohl es so negativ abläuft in Japan, damit wir das nicht wieder zuschlagen. Ich glaube, dass es wirklich um eine große Einigkeit geht, um in einem Konsens dann jetzt Unumkehrbarkeit zu erreichen. Und da würde ich nicht die Unumkehrbarkeit, also den breitesten Konsens, sehe ich als Voraussetzung für Unumkehrbarkeit an. Und ich würde nicht ein Jahr Laufzeiten jetzt wichtiger ansehen als diese Frage der Unumkehrbarkeit. Und ich glaube, dass eine solche deutsche Einigung unter starker Beteiligung der Zivilgesellschaft, dass das dann eigentlich auch das Signal für die umliegenden europäischen Länder ist, für die Europäische Union ist, dass es hier nicht um Angst geht, sondern um Vernunft geht. Und die Einigkeit, wenn die hergestellt wird, wenn also der Parteienstreit dazu aufhört, ich sollte als Grüne natürlich das Interesse daran haben, dass meine Partei am besten abschneidet. Aber in dieser Sache bin ich, glaube ich, mehr noch in einer Entscheidung in der Sache interessiert. Weil die Einigkeit würde wirklich von außen ja unglaublich helfen, sich das Beispiel Deutschland dann noch genauer anzugucken. Und geeint würde natürlich auch Deutschland auf den weiteren Prozess in der Europäischen Union einen sehr viel stärkeren Einfluss nehmen können, positiv in unserem Sinne, als das bisher der Fall ist. Dadic, do you want to have a final word about what would you do in India to make sure that there is a chance for 100% renewables or to an exit strategy for nuclear power, if you only see that now there is a historical chance to do something? That was a question. Last evening I was here when the readings were taking place, and it was quite insightful. And I also went through the exhibition, and it was quite insightful. I mean, although I went through the presentations that were made on Chernobyl, and I also knew about the horrific disaster, but in India's case, I think the country has just started moving towards nuclear energy, and politically it would be a challenge to, you know, turn that, you know, tide. But after the Fukushima accident, just about 10 days back, there were voices raised from the nuclear establishment, and they said that they need to relook at all the safety aspects of nuclear.
establishments, they also said that there is a need to relook at the regulatory body, because the regulatory body right now comes under the Atomic Energy Board, and now the Prime Minister has said that there would be a separation of this, so there would be an independent regulatory board. And so these changes are in a way positive, but I think although there is a resistance among the public towards deployment of nuclear, especially in the areas where these plants are coming up, but nowadays media has been playing a very extensive role in turning around public opinion. And we have seen in the recent past several decisions that have been taken by the government of India, and government has been put under tremendous pressure in various aspects, especially if anybody has been following the media recently. So there is a change in opinion after the Japanese accident. There is definitely a change in the public opinion, and also the aspects related to how this nuclear bill was passed, you know, in the parliament. And there are allegations and there's lack of transparency in this particular aspect as well. So intellectuals have been raising the voices, and there is a tide which is turning against nuclear. But how far this will go will, I think, in the coming months, it will become very clear, because government is under tremendous pressure on this particular issue. And people are against this particular aspect. But I think a major aspect can be played by bringing about, shows and, you know, exhibitions on what nuclear disaster can do. More than 3 years back, I think, there was a Japanese delegation who were against installation of nuclear facilities, and they wanted the government not to take the nuclear path. And they had organized an exhibition in Delhi and some parts of the country. But that's not enough. I think we are talking about only a small, minuscule population. So we have to create an awareness of the real dangers that will take place, especially in the population where they will be displaced, where the plants will be located, and the risks as aspects associated with this have to be brought out very much more. I think there is a lack of knowledge in that particular level in the rural areas and also in the semi-urban areas. So there is a need to create awareness. There is need to bring about the risk aspects about this. So I think that would, you know, develop a proper opinion in this particular regard. Thank you. Vielen lieben Dank für die Runde. Ich fand es eine sehr anregende und sehr breite Debatte. Ich wünsche mir sehr, dass Fukushima nicht nur ein Ereignis wird, an das wir uns mit Schrecken erinnern, sondern dass es auch irgendwann ein Symbol wird für den Zeitpunkt, an den ein weltweites Umdenken angefangen hat. Das wäre mein größter Wunsch. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten, dass wir die Argumente sozusagen hier ausgetauscht haben, die gegen die Atomkraft sprechen, damit alle, die hier sitzen, das in ihre jeweiligen Kontexte tragen und dass das, was hier viel eingefordert worden ist, nämlich die Argumente gegen die Atomkraft und die Argumente für 100% Erneuerbare, sozusagen in die Welt getragen werden. Vielen lieben Dank an alle, die hier sind und mitdiskutiert haben.